Der modellgepflegte Polo wurde gefühlt gerade erst vorgestellt und schon zeigt VW uns den GTI. Eins vorab, der Motor und seine Daten bleiben gleich. Die Leistung des Vorgängers hat man nämlich kurz vor dem Modellwechsel noch schnell angehoben. Wir widmen uns also jetzt erstmal dem Design. Natürlich bekommt das Facelift auch wieder die typischen GTI-Insignien. Das GTI-Logo im Grill, den roten Zierstreifen, der sich hier bis in die Scheinwerfer zieht und Wabengitter. Wie beim Golf GTI ist ein Teil der Lichtsignatur hier in die Frontschürze ausgelagert. Wir haben hier allerdings nur zwei Elemente, beim Golf sind es fünf. Und weil es das Topmodell ist, hat der Polo GTI serienmäßig Matrix-LEDs und ein durchgehendes Leuchtenband. In der Seitenansicht dürfen zwei Dinge natürlich nicht fehlen. Rote Bremssättel und große Räder. Ab Werk sind es 17 Zoll, gegen Aufpreis gibt es auch 18 Zoll. Und der Polo GTI ist natürlich etwas tiefer als das normale Modell, 15 mm. Ansonsten sind die Abmessungen gleich. Auch hier im Innenraum gibt es natürlich die GTI-typischen Merkmale. Schwarzer Himmel, rote Ziernähte, sportliche Sitze mit dem typischen Clark-Karo und ausreichend Seitenhalt, würde ich sagen. Neu ist dieses rote Element auf der Armaturentafel. Das finde ich ein bisschen schrill und sehr verspielt, aber man kann das natürlich auch ein bisschen dezenter ordern. Natürlich gibt es auch wieder das Sportlenkrad mit Schaltwippen und neu diesen Touchflächen, die hat auch nur der GTI. Und das serienmäßige digitale Cockpit mit 10,25 Zoll Bildschirmdiagonale und speziellen Anzeigen. Ganz neu ist die Software hinter dem Infotainment. Der GTI bekommt nämlich jetzt MIB3 und ist damit immer online. Smartphones lassen sich jetzt immer drahtlos koppeln. Schade ist nur, dass man ab Werk ein 8 Zoll Display hier fürs Infotainment bekommt. Wer dieses schöne große 9,2 Zoll Display haben möchte, der muss leider Aufpreis zahlen. Naja, eine Etage tiefer bleibt alles beim Alten. Hier haben wir den großen Wahlhebel für die Automatik und nicht wie im Golf GTI diesen kleinen Nupsi. Und den Polo GTI gibt es wieder nicht handgerissen, sondern nur mit 7-Gang DSG. Die zweigeteilten Rückleuchten kennen wir natürlich schon vom normalen Polo. Aber das Sportmodell bekommt serienmäßig das animierte Bremslicht und den dynamischen Blinker. Last but not least, natürlich bekommt auch das Facelift wieder zwei Endrohre und eine eigene sportlich gestaltete Schürze am Heck. Und damit kommen wir auch schon zum Motor. Hier bleibt alles beim Alten. Der 2 Liter TSI leistet 207 PS und 320 Newtonmeter, schafft 240 km/h Spitze und braucht 6,5 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h. Und natürlich gibt es auch wieder die elektronisch geregelte Differentialsperre an der Vorderachse. Wann der geliftete Polo GTI auf den Markt kommt, das wissen wir leider noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass er schon im Herbst 2021 bei den Händlern stehen könnte. Preislich wird es wohl weiterhin bei unter 30.000 Euro losgehen. Optisch finde ich das Facelift gelungen. Und dass es beim alten Motor bleibt, das wurde schon früher kommuniziert, das habe ich inzwischen verwunden. Aber einen Kritikpunkt habe ich. Und zwar, wenn man schon diese Matrix-LED-Scheinwerfer serienmäßig bekommt, warum dann nicht auch gleich das große Infotainment-Display? Das hätte VW uns doch noch mal gönnen können. Und zum Abschluss noch ein kleines Schmankerl. So klingt der geliftete Polo GTI.